So, was hatten wir? Hier, das komische Spiel. Hat jemand eine Idee, was es damit auf sich hat? Pass auf, hier stehen zwei Figürchen, die sagen: Wahnsinnig gutes Spiel. Viel besser als sein Vorgänger. Perfekt. 5 von 7. So, jetzt haben wir hier einen Schalter mit einer 9. Nein. Und dann erscheint hier auf jedem Bildschirm kurz eine 9. Und das Gerät sagt nein. Und es sind, im Moment sind es 5 Stück. Er sagt ja 5 von 7 oder sie sagt 5 von 7. Ich weiß nicht, muss ich noch welche finden? Oder das war wahrscheinlich die Bewertung, ja? 5 von 7 Punkte für dieses Spiel, aber Nein. irgendwie. Ich weiß nicht so recht, was es zu bedeuten hat. Nein. Takeshis Castle, schreibt Nico. Zu dem Ding hier jetzt oder zu dem Bereich da hinten, wo die durchkommen mussten, wo die an mir vorbeikommen mussten. Takeshis Castle war auch richtig cool. Ach, guck mal, mittlerweile kann ich ja hier rüberspringen. Guck mal, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Hey, Münzen! Ich habe gar nichts mehr, was ich mir kaufen möchte im Moment. Weiß gar nicht, wofür ich die Münzen sammle. Aber es ist trotzdem schön, welche zu finden. Ach so, und ich wollte doch mal da in das. Hier, das ist das einzige andere Manneken, das eine Rüstung hat. Also mittlerweile sind wir ein paar Leuten begegnet, die zumindest angezogen sind. Aber das ist, glaube ich, der einzige mit einer richtigen Rüstung. Komme ich da jetzt mit dem Dreifachsprung in mein Fenster rein? Lass mich mal. Ich will da rein. Das scheint hier nämlich mein Haus zu sein. Warum komme ich hier nicht rein? Ich dachte, ich müsste hier reinkommen, weil da ein offenes Fenster ist. Und von unten kann ich aber nicht sehen, was sich da oben befindet. Deswegen dachte ich, beziehungsweise ich kann hier durch die Ritze sehen, dass da der Hohlraum ist. Das heißt, um die Ecke rum könnte doch hier noch irgendetwas sein. Da oben eine Kiste oder irgendwas. Also hatte ich vermutet, dass ich irgendwie da oben reinkomme. Achso, hier haben wir jetzt auch den Hut von Archäologentyp. Irgendwer hat einen Force Cube auf den Kopf des Archäologentyps fallen lassen. Ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint war. Ich weiß nicht, wer das hätte sein können. Ich war es auf keinen Fall. Jetzt ist er tot. Du nimmst seinen Hut und legst ihn zu Hause aufs Regal. Genau, und hier hatten wir schon den Hut von Abenteurerkind, das wir im letzten Stream gefunden hatten. Ganz klar eine Anspielung auf Link gewesen. Das war leider auch schon tot. Ohne mein Zutun, im Übrigen. Das war schon tot, als ich die Höhle betreten habe. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So. Was gab es hier noch? Hier gab es, glaube ich, jetzt keine Stelle mehr, auf die ich schießen konnte. Die da oben leuchtet jetzt zwar wieder, aber wir sind ja da unten schon drin gewesen. Das hier, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. 80 Sterne müssen wir scheinbar haben. Ich habe allerdings bis jetzt noch keinen einzigen Stern mal irgendwo gesehen. Hier brauchen wir grüne Blätter für ihn. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, im Dorf können wir im Moment nicht wirklich viel tun. Das heißt, wir gehen wieder raus. Zu dem Bereich mit der 9. Das erinnert dich an Takeshis Castle. Das war dein erster Gedanke dazu, okay. Das heißt für mich, was muss ich da tun? Ach, guck mal, da kann ich auch drauf schießen. Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Was tut sich dann? Weiß ich nicht. Erstmal die Gegner hier. Ich glaube, ich muss hier noch ein paar Holzkreuze loswerden. Ja, da sind doch auch noch welche. Damit mir die Kollegen hier nicht mehr allzu sehr auf den Keks gehen. Autsch! Oh, das war aber jetzt heftig. Hey, Sie, warten Sie mal. Bleiben Sie mal stehen. Mensch, da liegt noch eine Münze. Die Steinkreuze, denen kann ich noch nichts anhaben. Da wird sich aber sicher auch irgendwann etwas finden.
Aber die Holzkreuze kann ich zumindest schon mal zerstören. Und die armen Seelen zur Ruhe betten. Wo kommst du denn her? War das dein Kreuz? Gab es hier hinten noch etwas? Nee. So stumpf vielleicht 9-mal draufhauen. Oh, warte mal. Das habe ich nicht ausprobiert. Warum eigentlich? Ich werde sofort dieser Idee nachgehen, Nico. Das ist eine gute Idee. Wir probieren das aus. Ich glaube, ich habe noch nie schnell hintereinander draufgedrückt. Vielleicht zählt er dann wirklich runter. Ich glaube es zwar nicht, aber wir werden es ausprobieren. Umgehend. Was war mit der Tür hier? Kann ich da irgendwie... Ach, das hat so eine komische Farbe hier oben. Ob ich da irgendwas tun kann? Irgendwann bestimmt. Irgendwann kann ich bestimmt mit dem Brett da was anfangen. So. Hier waren wir. Also, drücken wir mal drauf. Nein. Nein. Nicht. Fürchte? Nein. Da tut sich nichts. Was hat es damit auf sich? Nein. Nein. Oh. Ich habe eine Errungenschaft. 9. Mensch. Vielleicht ging es dabei wirklich nur um eine Errungenschaft und ich musste wirklich 9-mal draufdrücken. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber nachdem ich jetzt ein paar Mal draufgedrückt habe, habe ich eine Errungenschaft bekommen. Ja, gut. Gute Idee. Danke, Nico. Und wenn es nur das gewesen ist, immerhin. Bist du auf dem Weg dahin nicht auch an anderen Zahlen vorbeigelaufen? Ja, ich bin hier drüben an dem Schalter vorbeigekommen. Das hatte aber einen anderen Grund, eine andere Bewandtnis. Dieser Schalter hier bedeutet, dass er 3 Sekunden lang die Tür öffnet. Der zählt runter. Und ich konnte zu Anfang nur ganz langsam mich bewegen. Das heißt, ich konnte nicht so schnell zu der Tür rennen. Ich musste erst das Upgrade für schnellere Bewegungen kaufen und danach konnte ich hier dann auch in der Zeit reinrennen. Also das hat es mit diesem Schalter auf sich. Zu dem neuen Spiel habe ich bisher noch keinen anderen Schalter gefunden. Aber scheinbar ging es vielleicht auch wirklich nur gerade um das mehrfache Draufdrücken. So, hier ist noch ein Holzkreuz. Wir sammeln wieder ordentlich Münzen, sind da gleich auch schon wieder voll. Und ich weiß gar nicht, wofür ich sie ausgeben soll. Das Problem möchte man doch haben. Ich habe zu viele Münzen und weiß nicht, wofür ich sie ausgeben soll. So, hier ist noch eine Glasplatte. Ich sehe eine Kiste unten, aber auch da kommen wir gerade noch nicht hin. In der Ecke gab es ein goldenes Fass. Alles andere in diesem Bereich hier haben wir eigentlich auch schon erledigt, soweit ich da den Überblick habe. Moment, jetzt was hat sich hier getan? Ich habe doch eben darauf geschossen. Hat das noch nicht... Ups. Nein, jetzt bin ich in den Schnellreise-Dings hier reingelaufen. Wieder zurück. Ich wollte wissen, was es hier damit auf sich hat. Was kann es? Und wie weit kann ich überhaupt schießen? Das war weit genug oder nicht? Ach so. Moment, dann aktiviert sich da drüben... Okay. Kurios. Moment, Moment, Moment. Aber ich kann ja nicht um die Ecke schießen. Das ist merkwürdig. Wir versuchen gerade nochmal da hochzukommen. Hier läuft ja sehr viel über Ausprobieren, Versuch und Irrtum und so weiter. So. Ich lege hier meinen Cube. Dann kann ich da drüben hochspringen. Das haben wir alles beim letzten Mal schon rausgefunden. So, und jetzt haben wir gerade gesehen... Wenn wir das Ding aktivieren, das kann ich aber von hier aus nicht, weil da wieder eine Glasplatte im Weg ist. Ich müsste also hier draufstehen, dann das Ding irgendwie aktivieren auf irgendeine Art und Weise. Kann ich den Schuss umlenken?
Alter, das geht. Ich bin das unfassbar. Unfassbar! Also, falls man es so schnell jetzt nicht mitbekommen hat, ich habe in diese Schnellreise-Katapultvorrichtung reingeschossen und der Schuss wurde dann umgeleitet auf den Schalter und dann hat sich für den Moment, in dem der Schalter aktiviert wird, aktiviert sich auch die Plattform zum Hochhüpfen. Und ja, das hat gerade besser funktioniert, als ich jemals gedacht hätte. Unfassbar. Ich liebe diese Art von Rätseln. Der Hammer. Yay, maximale Gesundheit plus 5. Ich habe eine sehr lange Lebensleiste, das macht mir ein bisschen Angst. Coole Sache das. Ja, so funktioniert das hier. So läuft das in dieser Welt. Da hinten sehen wir das Schloss der Blauen, wo wir eigentlich von Minute 5 an versuchen hinzukommen. Aber immer wieder stehen uns halt verschlossene Türen im Weg. Und da muss man erst irgendwie seine Fähigkeiten aufwerten, um weiterzukommen. Jetzt könnte ich... Je nachdem, was mir unterwegs noch so ins Blickfeld springt, was ich noch erledigen könnte. Schauen wir mal. So, gibt es denn noch andere Zahlen mit derselben Farbe wie bei der neuen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin noch gar nicht hier hochgelaufen, kann das sein? Kann das sein? Ist das jemandem? Nee, tatsächlich war ich hier noch nicht. Ist ja ein Ding. Ach, guck mal an. Hier stand zu Anfang auch ein Blauer, der ist aber weggelaufen, sobald ich hier ankam, um den Schalter zu betätigen. So, aber hier könnte ich mal den Cube hinsetzen, um dann... Warte. Vielleicht muss ich mich draufstellen. Zack. Und dann komme ich nämlich hier drüber. Hallo? Schwertschaden plus 1. Hey, das hätte ich doch schon längst tun können, wenn ich mal hier hochgelaufen wäre. Aber okay. Besser spät als nie. Vielen Dank übrigens für den Follow. Ich sehe es jetzt erst. Aber da die Person sich noch nicht im Chat gemeldet hat, sage ich jetzt den Namen einfach mal nicht. Ich weiß immer nicht, ob die Leute das dann wollen oder nicht. Aber ich habe es jetzt registriert. Danke für den Follow, falls du noch da bist. Achso, ich bin ja voll geheilt. Sehr gut. So. Dann haben wir hier ein Kreuz noch. Ha! Und ich bin voll mit Münzen. Schade. So, ich glaube, hier haben wir dann... Ach, guck mal, da ist auch noch eine Münze, aber die kann ich ja jetzt eh nicht einsammeln. Und da hinten sind noch welche, aber da bin ich noch gar nicht gewesen, oder? Da oben. Moment einmal. Wie kommen wir denn da hin? Und gibt's da sonst noch irgendwas? Ah, warte, Kreuz. Ja, die ganzen Münzen muss ich jetzt leider liegen lassen. Aber... Wie bereits erwähnt, wie komme ich denn da hin? Da muss ich doch auch irgendwie hinkommen, auf die Plattform mit der Kiste da. Irgendwann, von irgendwo. Da ist auch eine Kiste da hinten. So, warte mal. Wir springen mal hier rüber. Da in der Ecke gab es nichts. Aber hier unten ist noch ein Holzkreuz. Können wir gleich auch... kaputt machen. Ja, ich weiß, ich bin voll, aber ich möchte ja auch gar nicht hier hin. Ich möchte ja da drüben hin. Jawohl. Hey, maximale Gesundheit plus 5. Wenn ich die alle schon vorher eingesammelt hätte, hätte ich mit dem kleinen Mini-Boss da gar kein Problem gehabt. So viel Gesundheit, wie ich jetzt schon dazu bekommen habe in der Zwischenzeit. Und nochmal, kein Fallschaden. Ich liebe es. So, hier war das Kreuz. Okay, dann bleibt mir ja fast nichts anderes übrig, als tatsächlich... Obwohl, warte. Als tatsächlich da hinten das Tor zu öffnen, das ich schon die ganze Zeit öffnen sollte. Und weswegen ich überhaupt zum roten Kristallturm gegangen bin, um den Blaster zu finden. Aber mir fällt doch noch was ein, was ich machen kann. Haha. Nämlich ein anderes Tor zu öffnen. Wir gehen nochmal zurück in diesen Bereich hier. Na gut, junge Frau. At all, ich bin wieder raus. Wünsche noch viel Spaß. Wir hören uns. Ja, tun wir. Wir müssen nochmal schreiben, wegen die Tage und so. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen guten Abend und eine gute Nacht. Und ja, wir hören uns die Tage auf jeden Fall.
Also danke nochmal und bis zum nächsten Mal. So, wir gehen nämlich jetzt dahin, wo das Geschütz eben war. Die kleine, was war es? Keine Armbrust? Na, wer will mich da nerven? Du! Wo ist dein Kreuz? Wo kommst du her? Ich will wissen, wo dein Haus wohnt. Wo ist der denn jetzt hergekommen hier? Hier muss irgendwo noch ein kleines... Oder kommt der von dem? Ich glaube, von denen hier kommen wahrscheinlich die dicken Typen mit der Rüstung, die so mega springen können. So, ich wollte aber nochmal dahin gehen, wo, wie gesagt, dieses Geschütz war und mich davon abgehalten hat, die Tür zu öffnen. In der Hoffnung, dass ich das jetzt abknallen kann. War ich hier in der Ecke eigentlich schon? Na, ich glaube, hier ist zumindest nichts. So, das da. Die kleine Belagerungswaffe da oben. Die kann ich aber tatsächlich nicht zerstören, wie es aussieht. Ich hatte gehofft, dass ich das jetzt vielleicht kann. Kann ich das mit dem heiligen Schwert? Oh, guck mal. Ich kann bis hier hoch. Bringt mir das was? Kann ich sie hier irgendwie deaktivieren? Habe ich sie deaktiviert? Nein, ich habe sie nicht deaktiviert. Das beantwortet die Frage. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe eine Idee. Ich bin ein Idiot. Ah! Geht dem nicht irgendwann die Munition aus, Mann? Ich weiß, was ich zu tun habe. Da. So, es war eigentlich deutlich genug. Autsch. Hey. So, jetzt ist das Tor auf. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Hätte ich auch früher machen können. Aber man muss halt erst auf die richtigen Ideen kommen. Na, guck mal, da sind wieder welche. Lass mich mal hier hoch, wo das rote Licht ist. Aha, da geht's sogar weiter. Stirb. Erneut. Okay, gehen wir mal hier rüber. Kiste! Oh, was ist das? Force Cube Telefrag. Hey! Next Level Combat. Spawn den Cube in deinen Gegnern, um sie fertig zu machen. In deinen Gegnern? Was? Okay. Ich bin gerade nicht so sicher, wie das aussehen wird. Aber ich bin gespannt. Und jetzt habe ich da unten auch... Warte mal. Und nu? Warum habe ich da unten jetzt eine 90 stehen? Ein bisschen kurios jetzt. Ich weiß nicht so genau. Telefrag. Ich hatte ja die Vermutung, dass wir irgendwann etwas mit Teleportation lernen werden. Kann ich damit das Ding hier zerstören? Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht so genau, was es damit auf sich hat. Und da unten steht jetzt eine 90. Ist das der Schaden? Ist das die Anzahl? Obwohl, ich habe jetzt schon welche gesetzt und die ist nicht kleiner geworden. Die Dauer scheint es auch nicht zu sein. Ich weiß es nicht so genau, aber ich kann es hier nochmal ausprobieren. So, was passiert hier jetzt?
Aber wenn der mir tatsächlich irgendwie beim Kampf helfen sollte, dann erklärt es, warum ich auf dem anderen Feld da hinten keinen Force Cube setzen darf. Okay, den habe ich jetzt tatsächlich irgendwie damit kaputt gemacht, aber mir ist nicht klar, was diesen Force Cube jetzt anders macht als den vorherigen. Weil den sollte ich ja auch schon mal jemandem auf den Kopf fallen lassen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier einfach mehr Schaden macht. Da oben muss ich auch irgendwie hinkommen können. Da ist eine Münze. Da, über den Weg kommt man da vielleicht hoch. Oh, was ist hier? Was ist das? Ist es Gold? Ist das ein Riesengoldstück? Ja, wäre möglich. Hier sind Goldstücke. Aber ich glaube, ich kann damit nichts anfangen. Nee, ich glaube nicht. Weiter geht's. Und ich habe gerade schockiert festgestellt, dass wir gleich schon 9 Uhr haben. Unter der Woche heißt das ja leider, dass ich gegen 9 Uhr meistens Schluss mache. Das heißt, allzu lang machen wir jetzt nicht mehr weiter. Wir schauen uns jetzt noch kurz an, wo dieser Weg hier hinführt. Und dann gehen wir nochmal wieder zurück in Richtung unserer Stadt. Also definitiv werde ich zumindest heute nicht mehr das Tor zu den Blauen öffnen. Wow, ist das hell. Da ist eine Kiste. Das soll es mir zeigen. Okay, komme ich da hin, indem ich... Ja, komme ich. Sehr gut. Wuhu! Maximale Gesundheit. Ich weiß nicht, wie viel. Plus 5. Yeah. Also langsam sammelt sich doch da ein ganz ordentlicher Lebensbalken an. Okay, so, dann haben wir auch das Geheimnis dieser Ecke hier gelüftet. Blödes Ding. So. Und auch hier haben wir eigentlich soweit fast alles erledigt. Ich müsste halt irgendwie lernen, wie man Glasscheiben kaputt macht am besten. Da sind wir anfangs hergekommen. Die Münzen muss man einsammeln, wenn man runterfällt. Aber ich kann im Moment sowieso keine einsammeln. Ach ja, er hat hier immer noch eine... In dieser Richtung ist noch eine Muschel. Zeig's mir nochmal. In diese Richtung, ganz genau. Tja, wer weiß, wie weit. Na? Wer hätte gedacht, dass das ein MacGuffin ist? Ja, ich hatte auch meine Probleme mit dem Begriff. Der hat hier keine Muschel rumliegen, ne? Der wäre so genau in der Richtung, in die der andere gezeigt hat. Könnte ja sein, dass das auch hier in der Hütte drin liegt. Oder da oben sind wir auch noch nicht gewesen. Ach, guck an, hier liegt sie. Gefunden! Die letzte Muschel, ganz hinten in der Ecke versteckt, meine Güte. Na, dann schauen wir doch mal, was in der Hütte ist. Dann wird das das Letzte, was wir heute noch machen. Wir bringen ihm die letzte Muschel... Und er öffnet uns die Hütte. Mach hoch die Tür. Öffne Haus und Hof für uns. Hey! Yeah, danke, ich öffne es für dich. All Shells, Errungenschaft. Oh, cool, eine Röhre. Ah, jetzt oder beim nächsten Mal? Jetzt oder beim nächsten Mal? Was ist das? Blasterschaden plus 5. Mega! Dein Blaster macht jetzt 5 mehr Schaden pro Schuss. Cool. Ach komm, ich muss es ausprobieren. Ich muss gucken, wo wir hinkommen. Ah, jetzt ist das hier offen. Abkürzung. Mega. Voll die gute Abkürzung. Und an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich gehe nochmal gerade zurück. Funktioniert in beide Richtungen, gehe ich von aus, ne? Ja, voll gut. Jetzt frage ich mich allerdings gerade,
In welche Richtung? Warte mal. Das kommt doch. Kommt das überhaupt hin? Ich bin da rüber, da hochgesprungen und dann da hinten lang geklettert, um zum Kristallturm zu kommen, der sich irgendwo da drüben befindet. Und komme ich hier raus? Diese Röhren müssen merkwürdige Wege laufen. Also die muss halt hier unterirdisch irgendwie hier aus der Richtung halt hier rumkommen und wieder hoch und dann hier aus der Wand. Scheinbar. Also von der Richtung her irritiert mich das gerade ein bisschen. Aber gut, ich nehme das gerne mit als Abkürzung. Und damit ist auch klar, dass das hier hinten wahrscheinlich auch irgendwann auf gleiche Weise eine Abkürzung sein wird. Hier ist ja noch so eine Röhre. Die ist noch geschlossen, aber ich gehe davon aus... Ach, guck, da ist ja noch ein Kreuz. Ach ja, die kann ich ja nicht einsammeln. Okay, aber ich gehe davon aus, dass wir die hier dann auch irgendwann öffnen. Die sah genauso aus, die andere, ursprünglich. Da werden wir also auch wahrscheinlich von irgendwo aus hierhin zurückkommen. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir springen schnell zurück in unser Dorf, denn da stehen wir einigermaßen sicher. Und dann machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Unsere Aufgabe ist es ja nach wie vor, diese Tür zu öffnen. Das können wir jetzt, indem wir auf den Schalter schießen. Aber das machen wir beim nächsten Mal.